Okay, das war ja gerade eine optionale Mission, oder nicht? Ja. Ja. Aber du hast ein Geschenk. Gerade present. Der Präsens, Baboy. Let me see. Erstmal einen neuen Helm. Dann. Da, oh, das könnte ich dir. Moment, geben. Kann die was? Die kann sogar was. Alter, die gibt mir plus 55 Gesundheit. Nice. Großschwert des Waagreiters. Habe ich nicht genug Kraft für, schade. Oh, Stab von Unterberg. Ein Geben. starker Junge werden, Mann. Biats. Ja. Ein Kackstab. Großschwert des Waagreiters. Ich bin damit. Ich glaube, es ist wahrscheinlich. Nein, meine Axt ist immer noch stärker. Das feuergeerdete Uruk-Schild wäre ganz cool, aber ich habe leider ein Ja, zweihändiges aber Schwert. vielleicht findest du wieder mal einen tollen Einhänder. Who knows? Dann wär's doch wieder cool. Cool. Ja, Mann, cool. Aber jedes Mal, wenn ich dir cooles Zeug gebe. Hast du dir die Kiste schon geholt? Nein. Alles Hab ich klar? noch nicht. Ja. Cool. Okay. Na, da drin. Oh. Ich musste keine Wand dafür einschlagen. Oh, schade. Ja. Sehr traurig. Anhänger aus dem goldenen Wald. Was der wohl kann. Ein Anhänger sein, natürlich. Ja, was sollte er auch sonst können? Oh, jetzt kommt da plötzlich ein Uruk. What the fuck? Sind getriggert, weil wir da drüben waren? Da kommt ein wahrscheinlich ist Paar. das. Danke, Pascal, du hast alle getriggert. Der Zug. Cool, er hat mir noch Schaden gemacht. Natürlich. Das neue Zug, Pascal. Mann, ich blicke hier gar nicht mehr durch. Wer von denen ist denn jetzt der Zug? Ich habe, glaube ich, den falschen getroffen. Warum brauchst du jetzt Hilfe? Ja, weil die Bogenschützen mich die ganze Zeit abgeschossen haben, Mann. Ich habe mich geportet. Das ist auch so eine Weitläuferfähigkeit, weißt du? Wieder so eine Weitläufer-Cheat-Engine-Fähigkeit. Ja. Wir Weitläufer können einiges, aber auf Moosklumpen reiten leider nicht. Ja, das kannst du nicht. Aber dafür kann ich andere Dinge, die andere Weitläufer nicht können. Zum Beispiel Scheiße labern. Ne, da waren wir gerade eben. Da war dieser. Ja. Coole Felsen. Ja, was coole Felsen. Nein. Nö. Jetzt hätten wir das hier schon gesehen. Aber da vorne ist eine glänzende Wand. So eine habe ich noch gar nicht gesehen in diesem Spiel. Wo? Wo ist er? Hier, da. Da? Wir stehen direkt davor, Mann. Nein, 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 nein. Hinter dir. Hinter dir. Okay. Ja, ja, ja. Ne, links, links. Ja. Ja, ja, links gesagt, also rechts. Dahin. Ja, genau. Ja, richtig. Und jetzt? Ja, jetzt. So, ja. Wo war die jetzt? Ich hab die nicht gesehen. Na, ist egal. Oh, Spinnies! Spinnies! Spiel kackt ab. Ist gerade eingefroren. Wow! Birds ist tot. Nein. Ja. Ja, Verbindung zum Horst unterbrochen, ist mir aufgefallen. Wir haben heute einen sehr guten Mann verloren. Und haben stattdessen eine Frau bekommen. Wir haben stattdessen hier diese Magd bekommen. Nein, weißt du, wen wir verloren haben? Spinni, die Spinne. Ja, die auch. Sie ist tot. Hört ihr mich jetzt wieder doppelt? Ja. Oh ja, Mann, cool. Heftig. Cool. Ich liebe das. Man hört alles und jeden doppelt. Das ist der heiße Scheiß, vor allen Dingen dieser richtig schlechten Mikroquali. Jetzt geht's wieder. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, die richtige. Ich will hier diese Zauberin nicht haben. Die sieht so aus wie eine Zauberin. Ich will wieder meinen Tank haben. Ey. Also den anderen Tank. Wir haben bei uns in der Gruppe haben wir zwei Tanks. Das ist ganz außergewöhnlich. Da ist. Also, warte mal.
Was war denn das? Was hast du da in der Hand? Ist das eine Spitzhacke? Ein Hammer oder so. Hab ich da eine Weile jetzt? Lern dir einen Waldläufer kennen! Ja, Mann! Hat dein Level erhalten. Spüre den Zorn der Elder! Oh oh. Uiuiui, ui, ui, das war knapp. Was geht jetzt ab? Ah, okay. Moment. So, jetzt. Immer noch keine Orks. Aber ich hätte nicht mal Untertitel. Oh, ach, warte mal. Ich hab jetzt den Skillpunkt gesetzt. Nein, hab ich nicht. So. Ja, ich weiß nicht, seit Pascal verschwunden ist, ist irgendwie der Sound so komisch. Das kommt mir nur so vor. Ist nicht mehr so brummig. Ja, er ist irgendwie dezenter geworden. Ja. Merkwürdig. Mit was haben wir es hier zu tun? Magie. Nein. Drogen. In einem Zauberwald, in dem ein Zauberer wohnt? Nein, Drogen. Das sind definitiv Drogen. Das stimmt auch. Meinst du, die Uruks haben uns Drogen eingeflößt? Nein. Oh. Ich bin der Tank. Ne, der Tank rettet den anderen Tank. Komm schon, Zwerg, wir haben noch Feinde. Und jetzt umgekehrt. Oh. Ah, ist nicht gut. Was? Ich werde gerade hier von Spinnen quer durch die Map verfolgt. Kämpfen. Warum rennst mal? Du denn? Ja, weil ich Bogenschütze bin, verdammt. Ja, warum rennst du nicht wieder zu uns? Hat sich doch alles geklärt, Mann. Kacklappen, nein, jetzt muss ich da wieder dahin gehen und mir den ganzen Blut holen, da ist nichts geklärt. Einfach nur das Spiel unnötig in die Länge ziehen. Ja, wenn eine halbe Armada hinter mir herläuft, Mann, Mann, das wäre doch scheiße, ey. Du könntest was meinen, du machst das mit Absicht, Mann. Mach ich gar nicht, ich werde mich jetzt hier in diesen Spinnennetzen winden, bis ich voll bin mit Spinnennetzen. Mm. Shit. Was für eine sexuelle Begeisterung das ist. Ich will mich in diesen Spinnennetzen winden. Okay, wo müssen wir lang? Damit dieses Let's Play nicht mehr länger von YouTube monetarisiert. Ha! Oh nein! Ja, weil wir so viel Geld damit verdienen. Ja. Ja, weil Daniel niemals Partnerstatus aktiviert. Jetzt fängt die Diskussion schon wieder an. Und Ads-Konto anlegt. Nur damit uns dann bei manuellen und automatischen Reviews wieder gesagt wird, nö, das ist nicht cool, Digga, was du da machst. Aber es ist doch gut, dass wir nicht gepartnert sind, weil eine Scouter gleich zerstören so. Ah! Ja. Ah. Ich mag die Spinnen nicht. Ich mag die Spinnen genauso sehr wie Patze sie mag. Also liebst du sie? Nein, dein Charakter hat gesagt, er mag keine Spinnen. Lüg mir nichts vor. Du hast nicht meinen Charakter gemeint, du hast mich gemeint. Ja, mir fiel gerade der Name von deinem Charakter nicht mehr ein. Fritz. Fritz, ja, so hieß er, glaube ich. So, wohin gehen wir jetzt am besten? Ja, erstmal hier die Ecke, ob hier noch was ist überhaupt. Weiß gar nicht. Ich glaube, es ist ein neuer Weg. Nee, weil. Da hinten, was? Ich weiß nicht, was der offizielle Weg ist, das ist immer so schwer herauszufinden. Lass uns mal kurz was schauen. Ah, okay. Nein, das ist doch nicht. Oh nein, bist du Truhe, das ist eine Truhe, das ist eine Truhe. Irgendwie, ich komm zu euch. Das da drüben ist der geheime Weg. Ich hab den richtigen Weg gefunden. Breites Esther-Gord-Schwert, bla bla. Big Bosso. Was ist hier? Was ist denn, Mann? Es ist richtig cool, dass wir sowas wie eine Minimap haben, aber auf dieser Minimap wird einfach gar nichts angezeigt. Weil ja, diese Minimap ist total von Arsch. Du siehst, wo du hin musst. Du siehst die Punkte. Ich weiß,
bis zum nächsten, bis zum eigentlichen Weg. Aber du hast keine wirkliche Dings für den eigentlichen Weg. Ja, so eine Map oder so wäre eigentlich ganz geil. Wäre nicht mal so viel Aufwand gewesen. Wäre diese Borderlands-mäßig aufziehen können, dass du halt einfach eine grobe Skizze hast, wie die Landschaft ungefähr aussieht. Nö, das ist viel zu viel Arbeit, Mann. Ja. Nicht eine 3D-Map. Ja, so wie eine Skyrim, oder Assassin's Creed. Oder Horizon Zero Dawn. Oder No Man's Sky. Ja, aber Skal... Dann kommt jetzt endlich der Part, wo du und Daniel dieses geile Ding findet, von dem ihr sagt. Müsst ihr jetzt eigentlich irgendwie so Part 1250... Also wir haben auf jeden Fall im Multiplayer schon viel vor. Oh scheiße, wir haben ein Secret nicht gefunden. Ach, fick dich, Daniel, gut gemacht. Wahrscheinlich ein Waldläufer versteckt. Ja, jetzt ist es wieder der Waldläufer. Meine fetten Wände kann man nicht übersehen, okay? Meine ja auch nicht, weil sie irgendwie leuchten und so. Und weil sie praktisch nicht existent sind, nein. Ja, die ein, zwei Mal. Ah, cool, verkaufen. Geil, verkaufen. Kaufen und verkaufen. So erstmal den. Ja, kraftspendendes Mittelchen. Orkschnaps, was macht der denn? Den behalte ich einfach mal. Sieht irgendwie interessant aus. So, ich habe noch gar nicht die Belohnung von Gala benutzt. Oh. Oh shit. Erstmal gucken wegen Ausrüstung und so weiter. Irgendwas, was taugt. Also hier die Stage noch fertig, glaube ich. Ja, okay. Weiß nicht, wie lang die noch ist, aber. Oh, nicht mehr. Oder hast du Panik? So. Wird verkauft. Das da. Alter, ich hab so viel Zeug schon wieder. So. Das wird verkauft. Das. Das, ich benutze es ja eh nicht. So. Okay. Hey Pascal, warum läufst du da gegen die Wand? Ist ja nur, er sucht eine Secret Wall, glaube ich. Aber er findet keine. Ich denke schon, dass das ist der eine. Okay, gut. Hätte ja sein können. Da? Nee, das wäre, nee. Das kann eigentlich nicht sein, da ist was dahinter. Nee, das kann sein, das ist dieses Spiel hier. Oh, guck mal da vorne. Ein großer Platz. Sieht fast so aus, als wäre da ein Bot. Nee, kann eigentlich nicht sein. Das ist ein Secret, oder? Das ist bestimmt ein Secret, das ist irgendeine optionale Stelle da vorne. Das ist, glaube ich, kein wichtiger Kampf oder so. Ich glaube, da. Das ist einfach nur irgendwie eine Kiste oder so, wo wir ein bisschen Geld drin finden. Ey, Patsy, wir haben was Optionales gefunden, da hinter dieser Wand. Das sieht ja sehr optional aus. Die Spur führt da hinunter, ich bin ganz sicher. Die spawnen da einfach mitten im Bildschirm. Sowas auf Crack oder so ist. Er sagt, der Zauberer muss sterben. Hol ihn dir und verschlinge ihn, befiehlt er. Und das werde ich. Aber noch nicht. Noch nicht. Lass ihn erst noch ein bisschen hängen. Lass ihn auf mein Vergnügen. Aber nur der Zauberer, das
eine Mahlzeit für jemanden wie mich. Aber vier, das ist ein Fest. Spooks.